Nachmittag, liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde des Lessing-Gymnasiums. Sie sehen auf dem Programmzettel jetzt einen Punkt, den Sie noch nicht erlebt haben bisher. Wir kommen zur Verleihung des... Sie singen jetzt nicht. Wir kommen zur Verleihung des Lessing-Musikpreises. Da das etwas Neues ist, möchte ich es noch mal ganz kurz erläutern. Wir sind ja eine Schule, die im musikalischen Bereich besonderen Wert auf die Breitenbildung legt. Und nicht in erster Linie auf die alleinige Förderung einzelner Spitzenmusiker. So haben wir im Musikzweig das Ahrensburger Modell eingeführt, das genau diesem Prinzip folgt, indem die musikalisch interessierten Schüler auf alle Klassen verteilt bleiben und nicht in einer Musikklasse konzentriert sind. Das führt dazu, dass wir erfreulicherweise eine sehr große Zahl an musikalisch Aktiven am Lessing-Gymnasium haben, wie Sie der Liste der Mitwirkenden entnehmen können. Und trotzdem fördert dieses Konzept eben auch diejenigen Schülerinnen und Schüler, die musikalische Spitzenleistung hervorbringen. Und wir dachten uns, das darf man denn doch auch mal belohnen. Und so entstand der Lessing-Musikpreis. Es fiel uns sehr schwer auszuwählen, wer den nun verliehen bekommt. Das ist übrigens ein schulinterner Wettbewerb. Und er wird verliehen an Schülerinnen und Schüler, die in den drei Kategorien Orchester, Kammermusik, Big Band Percussion und Chor, Gesang hervorragende Leistungen bringen. Bewertet wird dabei nicht nur die Leistung an sich, sondern vor allem auch das Engagement in den verschiedenen Musikgruppen, die Kreativität und die Bereitschaft, auch Führungsaufgaben zu übernehmen. Die Preisträger müssen sich also auf vielerlei Weise um das Musikleben des Lessing-Gymnasiums verdient gemacht haben. Für die Kategorie Orchester und Kammermusik ist nominiert für dieses Jahr und ist auch als Preisträgerin genannt worden Noemi Abba. Musikalisch aktiv. Als erste Geigerin in verschiedenen Streichquartetten, zuletzt dem Lessing-Quartett, als Mitglied der ersten Violinen im Sinfonieorchester, als Konzertmeisterin des Sinfonieorchesters und als Solistin. Sie hat trotz ihres jungen Alters musikalische Führungsaufgaben übernommen, die sie allesamt mit Bravour gemeistert hat. Sie ist trotzdem bescheiden geblieben und wird von allen Musikern als Teamplayerin hochgeschätzt. Als Mitglied dieser verschiedenen Gruppen hat sie unzählige Konzerte bestritten, innerhalb und außerhalb der Schule, und hat sich damit um das Musikleben am Lessing-Gymnasium und auch um die kulturelle Außenwirkung in besonderer Weise verdient gemacht. Sie erhält dafür den Lessing-Musikpreis 2017. Der diesjährige Musikpreis in der Kategorie Chor und Gesang geht an Maxine Eggers. Maxine Eggers, die in den letzten Jahren regelmäßig auf verschiedenen schulischen und außerschulischen Bühnen auf sehr hohem künstlerischen Niveau in Erscheinung getreten ist. Maxine hat nicht nur ihre stimmlichen Möglichkeiten kontinuierlich und aus eigener Initiative erweitert, sondern bemüht sich auch um Entwicklung ihrer kompositorischen Fähigkeiten. Das Ergebnis sind gesangstechnisch herausragende und musikalisch differenzierte Songs, die unter anderem auch die Jury des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert mit ausgezeichneten Urteilen gewürdigt hat. Maxine gestaltet mit ihrem Gesang nicht nur fachlich hochqualifizierte Momente, sondern ist wegen ihrer ausgesprochenen professionellen Arbeitshaltung und ihres positiven Wesens eine echte Bereicherung für jedes Ensemble und jeden Chor. Das möchten wir in diesem Jahr gerne mit dem Lessing-Musikpreis honorieren.
Der Bereich Big Band. Ja, wer wird das sein? Freuen Sie sich auf Jakob Zechel. Als Saxophonist vom Anfang seiner Schulzeit an in den Big Bands der Schule mit. Er begann in der Big Band 1, stieg 2015 in die Big Band 2 auf und wird uns jetzt bei Proben in der Let's Swing Big Band helfen. Er ist immer bereit gewesen, auch weiterhin in der Big Band 1 auszuhelfen und hat dort mit besonderem Geschick anderen Spielern beim Saxophonspielen geholfen und auf Probenfahrten Einzelproben geleitet. Besondere Art der Improvisation werden wir nachher noch in der Big Band 2 hören. Seit dem vergangenen Schuljahr bildet Jakob in der Bläseranfängergruppe für die fünften Klassen zuverlässig und geduldig neue Saxophonistinnen und Saxophonisten aus, um ihnen den Einstieg in die Big Band 1 nach einem Jahr zu ermöglichen. Jakob hat sich dadurch in besonderer Weise für das Musikleben unserer Schule eingesetzt und bekommt deshalb heute den Lessing Musikpreis. Herzlichen Glückwunsch.